Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Böckels Offroad. Heute stehen wir vor einem Isuzu D-Max. Viele von euch haben ihn auch schon auf der Messe gesehen. Jetzt noch das kurze Video dazu. Das war gar nicht unser Auto, das war kein Kundenauto. Wir haben den zur Verfügung gestellt bekommen und das war eine Kooperation. Ein paar Sachen haben wir umgebaut und wir gehen mal kurz durch, was das war. Und vielleicht auch, weil es eher untypisch ist, weil wir hier ein Mittelding von allem irgendwo gebaut haben. Was daran cool ist und was vielleicht auch noch mehr geht und wie ich das fand. Ich habe ungefähr mit dem Auto jetzt etwas über 1000 Kilometer zurückgelegt. 1000, vielleicht anderthalb sogar. Und was auf jeden Fall cool war, ist, es ist ein Fahrwerk drin von Oldman Emu. Haben wir eingebaut und zwar nicht so wie sonst 4 bis 5 cm Höherlegung, sondern hier nur 3 bis 4 cm effektiv. Mit allen Aufbauten sind wir nachher ungefähr bei 3,5 gelandet. Unterfahrschutz ist drunter, wir haben eine Seilwinde drin, wir haben einen Dachgepäckträger aufgebaut, Hardtop ist drin und was natürlich super cool ist, hier das RSE Smart Rack mit Easy Down Dämpfern, das heißt auch schwer beladen, kommt das Ganze hier sanft um die Ecke und man kann hier noch was beladen. Das können wir natürlich auch auf andere Autos bauen, das ist kein Problem, sprecht uns dazu einfach an. Dafür müsst ihr auch nicht unbedingt hier dieses spezielle Hardtop oder Trägersystem verbaut haben. Dann sehen wir hier schon böckels-offroad.com, das ist neu. Das ist nämlich unser Shop, schaut da mal vorbei. Wir pflegen aktuell noch ziemlich viele Produkte ein und das geht dann auch direkt in den nächsten Step. Irgendwann werdet ihr auch bei uns die Montagepauschalen oder Richtwerte auf der Seite finden, denn wir bauen euer Auto um und sind Ansprechpartner für alle Karosseriesachen, Fahrwerkstechnik, Licht und Service und Wartung machen wir auch. Wobei unser Schwerpunkt einfach auf dem Fahrzeugumbau liegt. Alles was Technik, Fahrwerk, Karosserie, Licht, Scheinwerfer, Hardtop, Bügel, Dachgepäckträger, Verbreiterungen, Felgen, Reifen, andere Stoßstangen und natürlich dazu das entsprechende Equipment. Vom Bergematerial bis zur Seilwinde, bis wir haben auch Campingstühle, also schaut einfach mal vorbei, böckels-offroad.com. Genau, das ist das eine und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier weiter, fangen direkt an hinten mit dem Hardtop. Hier die Klappe so. Dann haben wir hinten mal einen Auszug reingesetzt. Der sitzt jetzt ganz hinten drin. Hier passen 6 kleine Boxen rein. Was aber bei der ganzen Sache noch cool ist, ich kann auch das Oberteil noch nach vorne holen, kann es aber auch wieder nach hinten durchschieben. Da kann man aber natürlich noch auch Kühlschrankauszüge oder reinmachen. Kein Problem. Warum das Ganze so weit hinten sitzt und man sich so weit nach vorne strecken muss hier über die Ladekante, ist folgender Grund. Es ist eine Größe, dass hinten dran noch ein ungefähr 100 Liter großer Wassertank passt, wo man dann die Anschlüsse nach hinten nach vorne legen kann. Also wenn ihr da eine coole Lösung sucht für eure Ladefläche oder auch mit komplett gecovert und Auszügen, wie auch immer, sprecht uns da einfach an. Da gibt es verschiedene Lösungen. Machen wir gerne. So, und was wir hier sehen, ist schon ein Teil von unserer Awning, die wir drauf haben. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Klappe zu, Affe tot. Die Schnellverschlüsse. Und dann sehen wir hier schon, haben wir eine Rhino-Rack Batwing Kompakt. Normalerweise gehört das ganze Teil auch hier rein. Dann machen wir hier hinten. Wir stehen am Flughafen, deswegen ist es etwas lauter heute. Macht man hinten einfach den Klett auf, zieht das Ganze bis nach vorne durch. Macht das hoch, klappt das hier hoch. Ein Klett aufmachen. Hier vorne ist eine Tasche. Hier findet ihr alle Materialien drin, die ihr zum Abspannen braucht. Könnt ihr natürlich auch wieder hier rein verpacken. So, dann kommt hier das Ganze raus. Neu bei der ganzen Markise ist, einmal ist der Stoffpool und hier gibt es kleine Magnete, die hier oben angebaut sind. Und wie das Ganze jetzt genau funktioniert, das hier könnt ihr normalerweise hier drin lassen. Das macht ihr hier dran. Ihr geht jetzt einfach her, zieht die hier raus, zieht das Ganze einmal rum. Und dann haben wir hier auf der Seite eine Art Klampe,
wie die ein oder andere kennt es vielleicht vom Bootfahren, zieht das Ganze einmal fest und schon steht unsere Markise. Was jetzt noch cool ist bei der Markise, hier ist natürlich alles drin. Das heißt, ich drehe einfach nur noch hier am Poller zur Unterstützung, drehe es fest und kann hier jetzt meine Abspannung reinmachen. Oder auch noch meine Seitenwände. Ihr seht, hier sind entsprechende Reißverschlüsse dran. Hier ist auch noch mal ein Stofffetzen dran, dass wenn Schlagregen kommt, das definitiv hier oben nicht durch den Reißverschluss kommt und ihr im Trockenen sitzt. Und genauso schnell wie es aufgebaut ist, ist es hoffentlich auch wieder abgebaut. So, let's go. Stange hoch, drehen, hoch, Clips fest. Das Ganze hier gelöst. Die Klampe los. Jetzt verpacken wir das Ganze mit hier rein. Wir ziehen das Ganze direkt wieder auf ein längeres Maß fürs Aufbauen. Wir schieben die einzelnen Stangen von oben nach unten zusammen. Schieben das hier hoch und gehen jetzt hin und rollen das Ganze hier ganz fest zusammen. So, dann den Klettverschluss einfach hier durchziehen, drauf machen, das Ganze einmal hier hinten. Zack. Dann habt ihr hier noch die Tasche mit dem Material, den Gummi wieder drüber. Übrigens sehr feste Plane. Also auch wenn ihr jetzt mal so wie wir hier für das Video durch den Busch ömmelt, ist das kein Thema. So, wenn man das ein bisschen hier zusammendrückt, einmal so, dann kommt hier hinten das Ganze wieder zusammen, den Latz drüber und fertig ist die Batwing. Dann sind wir auch schon direkt bei unserem nächsten Schätzchen, Delta. Mit Delta machen wir ziemlich viel, habt ihr gemerkt. Und wenn ihr da Hilfe braucht, Kotflügelverbreiterung, Bodylift, die Bügel, die Felgen, die Reifen, wir wissen nicht genau, wie groß, wie klein kann ich sein. Sprecht uns einfach an, wir beraten euch da gerne. Nochmal Shop-Werbung, wir bauen ein Auto um. Was wir jetzt gar nicht so sehr sehen, ist eigentlich der Unterfahrschutz. Vielleicht können wir gleich noch mal irgendwo drüber fahren oder dass man das ein bisschen besser sieht. Auf jeden Fall sieht man hier noch mal eine Seilwinde. Gibt es auch mit Kunststoffseil, hier mit Stahlseil verbaut. Also das ist so, ich würde sagen, das Workman Setup. Kannst dir was aufs Dach schnallen, kannst hier hinten was drauf machen, kannst es da entspannt runternehmen, auch von der Seite, falls du dich mal festgefahren hast oder vielleicht auch irgendwelche anderen schweren Sachen aus einem Becken oder einem Graben oder wie auch immer ziehen musst, Baumfälle und Stücke, ist das auf jeden Fall hier die Seilwinde dazu. So, jetzt wollen wir noch mal kurz auf das Pro und Contra vielleicht von dem Auto eingehen. Was mich auf jeden Fall tierisch überrascht, also ich wusste, dass Suzuki, natürlich bin ich auch schon mal einen gefahren, einen D-Max, aber das war das erste Mal, dass ich so richtig Gelegenheit hatte, das Auto wirklich zu fahren, zu testen, zu fühlen. Was mir sehr gut gefallen hat, war auf jeden Fall die... Ich wusste, das ist ein Traktor, aber so viel Traktor, finde ich, steckt da gar nicht mehr drin. Und man kriegt einen ganzen Haufen Auto fürs Geld. Das hat mich grundsätzlich von dem Auto und von dem Modell sehr begeistert. Die Fahreigenschaften auf der Autobahn fand ich grandios. Das, was wir durchs Gelände gefahren sind, hatte auch alles bravourös gemeistert. Die Reifen, das ist mit Sicherheit ein fetter Reifen, guter Reifen, ein hoher Reifenquerschnitt, viel Gummi, was natürlich auch ziemlich gut zu dem Auto passt, finde ich, mit dieser CW-Felge, mit ein bisschen Speichen. Das hatte auch ein gutes Grip-Niveau. Das Fahrwerk, was wir hier reingemacht haben, Oldman Emo 3 bis 4 cm. Hier kann man es auch noch mal so ein bisschen erkennen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist eine gute Mischung zwischen was sehr alltagstauglichem für die Straße zu haben und einem Fahrwerk zu haben. Da vorne sind Fußgänger und gucken, was wir hier machen. Da vorne steht nämlich noch ein Auto quer im Graben. Genau, also das Fahrwerk, das hat auf jeden Fall auf der Autobahn mega funktioniert.
da brust es aber überhaupt nicht hin. Und das, was es im Gelände mehr kann, nämlich die mehr Verschränkung geben, mehr Spiel geben, es ist weicher, das merkt man auf jeden Fall deutlich zum Serienzustand. Und das war auf jeden Fall auch eine super Verbesserung im Gegensatz zu vorher. Das Fahrwerk, was da sonst drin ist, kann man mit leben, mit Sicherheit. Gerade aber jetzt auch, wenn man hier ein bisschen zulädt und wenn man ihn wirklich als toughes Workauto benutzt oder zulädt, bis der Arzt kommt, dann ist das auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Wir hatten den zur Messe gepackt, bis oben hin voll, auch mit vielen schwereren Sachen noch. Da hat man gar nichts gemerkt. Das war ziemlich cool. Ansonsten, man kriegt ziemlich viel Auto fürs Geld und wir haben ziemlich viele Zubehörprodukte. Das freut mich auch. Wir können da vom Jäger bis zum Handwerker oder der auf der Straße ständig unterwegs ist und da irgendwas braucht, gibt es viele Lösungen, die wir einbauen können. Sehr solides Auto und ich würde mich freuen, bald auch mehr von denen auf der Straße oder bei uns im Shop zu sehen. Rundum eine echt super Sache, kann man nicht anders sagen. Und damit würde ich eigentlich auch schon abschließen und dem Isuzu D-Max, den wir hier umgebaut haben, alles Gute auf seiner weiteren Reise zu wünschen. Und bis dahin sage ich, macht's gut, schaut noch mal im Shop vorbei oder auf der Internetseite. Die Metallien-Trailer sind neu. Schaut rein, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Bis dann, haut rein, macht's gut.